Klappe und Action. Hi, hallo und herzlich willkommen heute in meiner kleinen, aber feinen Werkzeugwerkstatt. Ich habe euch mal ein paar Ratschen auf die Schnittmatten von Anzio gelegt. Das sind Flipflop-Matten, also die kann man auf beiden Seiten verwenden, haben unterschiedliche Farben und die sind selbstheilend. Wenn man da mal tief reinschneidet, dann verbindet sich der Kunststoff wieder und die können lang benutzt werden. Tut nichts zur Sache. Vielen Dank wieder an den Herrn Laser und an den Herrn Brockschmidt. Die haben mir ganz früh, also wo ich halt da drauf gekommen bin, dass es die gibt, mit dieser Ratsche das alles ins Rollen gebracht. Das fand ich so genial, dass es die gibt. Das ist eine Viertelzoll-Ratsche. Hier habe ich von BGS Vielzahnnussen dazu. Und die kann man quasi nicht nur normal schrauben und umstellen, links, rechts, sondern wenn es mal eng zugeht, kann man auch da unten rotieren. Und die haben wir nicht nur eine gezeigt, sondern in 3/8 Zoll auch noch die hier von Broxon. Gleiche Prinzip, umstellbar, wo auch, sagen wir mal, die langen Nussen von BGS draufgehen in 3/8 Zoll und wo man hier hinten sogar noch einen Meinungsverstärker reinmachen kann. Also eigentlich, hier ist der ein Vierkant, ja, und dann kann man ein wenig mehr hebeln. Wobei wir schon beim nächsten tollen Tool wären. Und zwar ist es hier auch von Broxon, entweder für zum Beispiel die normalen Kurznussen von BGS, wo man hier schrauben kann, oder man kann den aufmachen und dann kann man hier auch den als Bithalter benutzen. Auch toll, finde ich, zwei Funktionen in einem. Und das gleiche gibt es auch mit diesem Einsatz, müsste liegen, ist glaube ich von Gedore, jawohl. Und in den passen auch die Sechskant-Bits rein. Dann kann man hier das auf die, na, muss man drücken, auf die Vakuumratsche stecken und dann hat man hier auch einen Bithalter. Also ganz schöne Geschichten. Und es gibt es auch andersrum, kann man quasi einen Sechskant in die Bohrmaschine stecken und dann auch hier zum Beispiel die Torx von BGS mit dem Innen. Mit der Bohrung reinmachen, also auch ist man richtig flexibel und das sind tolle Tools, die man für wenig Geld erstehen kann, wo man viel Spaß dran hat. Ja, ich habe zwar schon viele Werkzeuge, aber solche Sets, die sind echt immer toller Gewinn und ihr wisst ja, haben ist besser als brauchen. Da habe ich dann auch von Vera diese Verlängerung für die Bohrmaschine, wenn man mal tief schrauben will. Und genauso gibt es natürlich diese 3/8 Ratschen hier von Vera mit den schwarzen Nüssen. Die halten die Muttern fest oder auch die Schraubenköpfe, dass sie nicht rausfallen. Auch ganz tolle Sache, finde ich. Das haben jetzt die anderen nicht. Und ja, habt ihr ja mal schon vorgestellt hier im Bauforum, dass man die mit dem Klettverschluss anbringen kann. Top Sache, dann haben wir noch Vielzahnnüsse mit 1,5, 3/8 und 1/4 Zoll und dann sind wir schon bei den 1,5 Zoll Ratschen hier von Broxon, ganz tolle Sache, dann habe ich mir extra noch die große, die 36er Nuss gekauft, ja, richtiger Ölmer, tolle Geschichte, auch stabil, Grundvanadiumstahl, ganz tolle Geschichte und es sind natürlich hier 19, 17 und 13 dabei, es gibt die Schlagschrauber, Nüsse von Broxon 17, 19 und 21, damit man sich hier die Aluminiumfelgen nicht verkratzt. Und auch geil, hier der Meinungsverstärker. Ja, mit dem kann man richtig Sachen aufschrauben. Das macht Spaß. Auch eigentlich alles zum erschwinglichen Preis. Sehr zufrieden damit bis jetzt. Habe ich schon an den Motorrädern und an meinem Fahrrad damit gearbeitet. Und ich hoffe, das wird mir viele Jahre noch erhalten bleiben. Und nochmal großes Dank an euch. Wenn es Fragen gibt, Kommentare, Verbesserungsvorschläge oder Kritik, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao!